Drei Regeln. Wie schön, dass ihr heute zur Verkehrserziehung gekommen seid an diesem sonnigen Tag. Ich hoffe, dass es euch Spaß macht, denn nur dann werdet ihr euch merken, was ihr heute lernt. Und wenn ihr das Training absolviert habt, dann bekommt ihr zur Belohnung einen Button und einen Sticker. Ja! Die gebe ich euch aber erst später, nach dem Unterricht. Ich zeige euch heute, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Und wenn ihr die Straße überqueren wollt, dann dürft ihr das nur mit mir, wenn ich meinen Lollistiel dabei habe. Oder auch mit einem anderen Erwachsenen. Ja, genau so ist es. Auch wenn ein Freund dabei ist, dürft ihr nur mit einem Erwachsenen über die Straße. Na dann, wollen wir jetzt mal für eure Sicherheit sorgen. Um sicher über die Straße zu kommen, müsst ihr unbedingt die Regeln kennen. Das ist sehr wichtig. Und diese merkt man sich viel leichter mit einem Reim. Ein kluges Kind, das die Straße überquert, das merkt sich drei Regeln, dann macht's nichts verkehrt. Stopp, Augen auf und auch die Ohren. Und nun mal mit mir zusammen. Ein kluges Kind, das die Straße überquert, das merkt sich drei Regeln, dann macht's nichts verkehrt. Stopp, Augen auf und auch die Ohren. Ja, das war gut. Aber ihr müsst natürlich auch wissen, wie man stoppt und auch Augen und Ohren aufmacht. Wie ein Erwachsener. Zack und Elzi gehen mit mir über die Straße. Und dann kann Theo mit seinem Opa rübergehen. Ja, natürlich. Na dann los. Stopp. Oh. Oh je, Entschuldigung. Ja, ja, nicht so eilig, Theo. Also bevor ihr die Straße überquert, geht ihr an eine Stelle, von der ihr die Straße gut überblicken könnt. Nicht zu nah an parkende Autos. Bleibt bitte erstmal auf dem Gehweg stehen. Dann Augen auf. Ihr müsst unbedingt den ganzen Straßenverkehr im Blick haben. Dann die Ohren auf, um auch zu hören, ob kein Auto kommt. Ihr müsst warten, bis die Autos vorbeigefahren sind. Ihr müsst darauf achten, was ihr seht und hört. Und wenn ihr wisst, dass alles frei ist, dann geht ihr rüber. Und auch beim Rübergehen bleibt ihr immer aufmerksam. Das habt ihr gut gemacht. Denkt an den Reim, wenn ihr eine Straße überqueren wollt. Dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Eben habt ihr die Straße mit einem Erwachsenen überquert, aber für den Rest des Unterrichts werdet ihr die Straße allein oder zu zweit überqueren. Denn erst dann merkt man sich die Regeln ganz genau. Und nun folgt der nächste Teil des Unterrichts. Freut ihr euch darauf? Ja! Ich habe euch gebeten, eure Tretautos mitzubringen. Und das habt ihr auch getan. Das freut mich sehr. Komm schon, Theo. Wir fahren ein Rennen. Kommt wieder her. Ihr müsst hier sehr gut aufpassen. Entschuldigen Sie bitte. Mit euren Tretautos werdet ihr lernen, wo ihr die Straße sicher überqueren könnt. Und dürfen wir dann später ein Rennen fahren? Ja, natürlich. Danach könnt ihr zwei ein Rennen fahren. Also, das hier ist unsere Straße, Jungs. Und ihr sollt jetzt eure Autos auf dieser Seite da parken. Und dann müsst ihr die Straße überqueren. Theo, zack, seid vorsichtig. Entschuldigung. Tut mir leid, Opa. Und nun zeigt mir, wie ihr sicher die Straße überquert. Oh, ach du meine Güte. Theo, zack, das ist doch kein Wettrennen. Achtet auf die Sicherheit, wenn ihr die Straße überquert. Und bitte nicht rennen. Elsie war die einzige von euch, die die Regeln beachtet hat. Sie stand an einer Stelle mit guter Übersicht und sie hat die Augen und die Ohren aufgemacht, bevor sie dann rüberging. Wir sprechen jetzt nochmal den Reim. Ein kluges Kind. Ein kluges Kind, das die Straße überquert, das merkt sich drei Regeln, dann macht's nicht verkehrt. Stopp, Augen auf und auch die Ohren. Ja, das war sehr gut. Ja! Nur eins müsst ihr euch merken. Es reicht nicht, einfach nur den Reim aufzusagen. Ihr müsst auch mit den Regeln umgehen können. Aber keine Sorge, ihr seid ja hier, um zu lernen und zu üben. Und wir haben ja wirklich sehr viel Zeit. So, und nun werden wir das nochmal im Straßenverkehr üben. Elsie und Theo, ihr zwei werdet jetzt mal in eure Tretautos steigen. Zack.
Du gehst über die Straße. Hm. Und denkt dran, stellt euch dahin, wo ihr den Überblick habt. Puh, wir haben nicht genug Autos, um welche zu parken und andere fahren zu lassen. Ich werde ein geparktes Auto sein. Das ist eine gute Idee, danke schön. Und du denkst bitte an den Reim, ja, zack? Ein kluges Kind, das die Straße überquert, das merkt sich drei Regeln, dann macht's nichts verkehrt. Stopp! Augen auf! Piep, piep! Hallo, Zack! Hey, hallo, Theo! Hallo, Zack! Hallo, Elsie! Ach, Zack! Du hast dich gerade viel mehr mit Theo und Elsie beschäftigt als mit dem Straßenverkehr. Wenn man die Verkehrsregeln einhalten will, dann ist es sehr wichtig, dass man sich darauf konzentriert. Verstehst du? Theo, dreh wieder um! Entschuldigung, ich dachte, wir sind schon fertig. Nein, noch nicht. Euer Rennen wird später stattfinden, Theo. Du könntest doch deinem Freund Zack mal zeigen, wie es richtig ist. Also du bist jetzt dran. Woran sollen wir denken, wenn wir rübergehen? Soll ich jetzt jedes Mal den Reim aufsagen? Ja, das sollst du. Du musst den Reim so lange aufsagen, bis du die Verkehrsregeln alle auswendig kannst. Ein kluges Kind, das die Straße überquert. Das merkt sich drei Regeln, dann macht's nichts verkehrt. Stopp, Augen auf und auf die Ohren! Theo! Oh, entschuldige, ich hab dich nicht gesehen. Oh Mann, Theo, kannst du denn nicht besser aufpassen? Tja, nein, Glück, dass keiner verletzt wurde. Das hätte doch aber ganz leicht passieren können. Theo, weißt du denn gar nicht, wie man sich auf der Straße verhält? Naja, wir sind gerade dabei, die Verkehrssicherheit zu trainieren. Deswegen sind wir ja heute auch hier. Ach so, ich verstehe. Tja, meine Tochter kennt ja die Verkehrsregeln in- und auswendig. Und das hat sie so gut gemacht, dass sie ein Radfahrerabzeichen bekommen hat. Es wäre sehr sinnvoll, wenn ihre Kinder den Straßenverkehrsreim auswendig lernen würden. Ach, den kenne ich ja auswendig. Aber wenn ich ehrlich sein soll, habe ich ihn einfach nur aufgesagt und kein bisschen drüber nachgedacht. Ja, und genauso habe ich das auch gemacht. Man darf den Reim nicht einfach nur aufsagen. Man muss auch mit den Regeln umgehen können. Ja, ja, genau. Theo, Zack, stehen zu bleiben ist wichtig. Habt ihr das jetzt begriffen? Ja, das haben wir, Opa. Mhm. Ihr habt wirklich Fortschritte gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Oh, das Auto ist ja wirklich toll, Elsie. Darf ich mal damit fahren? Natürlich. Vielleicht kann Zinja mir dabei helfen, die Verkehrsregeln zu erklären. Zinja? Oh. Ich glaube, wir sollten die Tretautos lieber weglassen. Die lenken einfach zu sehr ab. Ja! Nun seid ihr die Fußgänger. Zinja, du darfst mit deinem Rad fahren. Ihr habt ja gesehen, dass man auch die Fahrradfahrer beachten muss, wenn man die Straße überquert. Ja, ist gut, Mrs. Tolly. Na, sehr schön. Also, Theo, Zack und Elsie werden jetzt die Straße überqueren. Hm, aber wir haben ja gar kein Auto. Brumm, piep, piep. Ich mach das schon. Brumm, piep, piep. Ist ja super. Seid ihr dann soweit? Na los, dann zeigt mir, was ihr könnt. Stopp. Brumm, piep, piep, piep. Erst gucken, ob das hier eine gute Übersicht hat und dass hier keine Autos parken. Und Ohren auf. Also Augen auf und auch die Ohren. Und wenn die Straße frei ist... gehen wir. Aber wir achten die ganze Zeit auf den Verkehr. Bravo, das war ja hervorragend. So, und jetzt wisst ihr alle wirklich, wie man eine Straße überquert. Ihr wart sehr, sehr fleißig und habt euch eine Belohnung verdient, Kinder. Und nun dürft ihr euer Tretautorennen fahren. Ist auch ja toll, danke schön. Fein, danke schön. Und du kriegst auch etwas, weil du uns so schön geholfen hast. Danke schön. So, und jetzt kommt das Autorennen. Ja! Ich danke Ihnen. Also, ich denke, dass die Kinder heute wirklich sehr viel gelernt haben. Das habe ich sehr gern getan. Wir sehen uns dann morgen an der Kreuzung vor der Schule. Ja, auf Wiedersehen, Mrs. Tolly. Auf Wiedersehen. Und weißt du, was ich jetzt mache, Zelda? Ich werde ganz schnell darüber zu dieser Bank laufen und mein Kreuzworträtsel lösen. Oh, Vorsicht! Oh, oh je, ich habe wohl was vergessen. Na ja, ich werde mich wohl auch mehr auf die Verkehrsregeln konzentrieren müssen. Aber Opa, was haben wir denn heute alle gelernt? Ein kluges Kind, das die Straße überquert. Das merkt sich Augen auf und auch die Ohren. Ich habe schon verstanden.
Theo, der Gastgeber. Auf Wiedersehen. Also, dann bis nächste Woche. Deine Freunde sind ja sehr nett. Vor allem, weil ich beim Kartenspiel mitmachen durfte. Aber du warst einfach unschlagbar. Danke, mein Junge. Und dabei ist es noch nicht mal mein Lieblingsspiel. Und warum hast du es dann gespielt? Das kann ich dir sagen, weil ich es eben mag, Freunde um mich zu haben. Und ich freue mich immer, wenn ich sie glücklich machen kann. Mhm. Mama! Darf ich mir Besuch einladen? So wie Oma? Bitte, Mama, darf ich? Bitte, ja? Da hast du ja heute Glück, denn in wenigen Minuten wirst du lieben Besuch haben. Klasse, Elsie? Nein, Theo. Zack? Nein, auch nicht. Zinja ist es. Sie wird heute den Nachmittag mit dir verbringen. Es ist aber immer sehr schwer, sie zufriedenzustellen. Ach, uns fallen bestimmt ein paar Spiele ein, die ihr Spaß machen. Wir beide werden uns genau überlegen, was ihr so gefällt. Oh ja, das machen wir. Also, das Allerwichtigste ist, dass man sich liebevoll um seine Gäste kümmert. Das macht Oma auch. Wir müssen uns beeilen, denn dein Gast ist gleich da und... Hör mal, da ist sie schon. Oh Mann, sie ist schon da und wir sind noch nicht fertig. Ach, immer mit der Ruhe. Wenn du deinen Gast glücklich machst, dann bist du es auch. Auf Wiedersehen, Papi. Wiedersehen, mein Liebling. Und sei schön brav. Entschuldigt bitte, ich hab's eilig. Zelda und ich sind mit dem Bürgermeister zum Mittagessen verabredet. Danke, dass du auf die Kleine aufpasst. Auf Wiedersehen. Tschüss, Onkel Zaphir. Ich muss jetzt ein bisschen im Garten arbeiten. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Dankeschön. Was wollen wir beide denn nun spielen? Ich habe mir ganz tolle Spiele überlegt. Oh, ich bin gespannt. Was hältst du denn von einer Teestunde mit Robotern? Ich mag Roboter überhaupt nicht. Verkleiden! Ich habe ganz viele Kostüme. Ich habe mich gestern schon verkleidet. Dazu habe ich keine Lust. Ich war mir ganz sicher, dass dir das Spaß machen wird. Hast du nicht vielleicht noch eine Idee? Na ja, du bist mein Gast. Du darfst dir was aussuchen. Oh ja, toll! Dann könnten wir ein bisschen wie im Ballett tanzen. Na los, komm schon, Theo. Aber ich kann doch überhaupt nicht tanzen. Aber du hast doch gesagt, ich darf mir was aussuchen. Ja, stimmt, das habe ich gesagt. Dann mache ich mal Musik an. Ich muss sagen, dass du recht hast. Du kannst wirklich nicht tanzen. Also dann spielen wir Kaufladen. Okay, dann spielen wir Kaufladen. Ja, das wird toll. Mama, wir wollen Kaufladen spielen. Dürfen wir uns ein paar Sachen zusammensuchen für unser Geschäft? Ja, natürlich. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Gute Wahl, Pocky. Die doch nicht. Aber die sind doch schön. Naja, aber diese Dinger sind einfach nicht schön genug für meinen Laden. Und ich bin dein Gast, ich darf's mir aussuchen. Da kann ich nichts machen. Oh, könntest du die Sachen, die wir verkaufen wollen, in den Laden bringen? Na gut, wenn's Zinja glücklich macht. Okay. Alles klar, jetzt können wir den Laden aufmachen. Oh nein, das können wir nicht. Ich habe noch viel zu wenige Sachen, die schön sind. Und mein Laden muss der allerbeste in der Stadt sein, Theo. Ach so. Okay, was hat Opa noch gesagt? Das Allerwichtigste ist, dass man sich liebevoll um seine Gäste kümmert. Ist gut, dann hole ich jetzt noch mehr Sachen. Oh, wie toll, danke schön. Hm. Ah.
Hier, bitte, Theo. Obst und Gemüse könnt ihr doch sicher im Laden gebrauchen. Oh ja, vielen Dank, Opa. Das wird dir bestimmt gefallen. Hey! Tada! Nun ist es endlich soweit, Theo. Mein wundervoller Laden kann jetzt eröffnet werden. Wow, der sieht ja wirklich toll aus. Das finde ich auch. Und ich habe hier noch was ganz Schönes mitgebracht. Ja, aber wofür denn? Na, für den Laden. Frisches Obst und Gemüse. So ein Unsinn, das soll doch kein Gemüseladen sein. Und wo sollen die Sachen jetzt hin? Die bringst du jetzt wieder in den Garten zurück. Aber ich will sie verkaufen. Ah. Ich mach selbst den Laden auf. Und die nenne ich dann Theos Spezialobst- und Gemüseladen. Okay, aber du musst deinen Laden leider woanders eröffnen. Für meinen Laden brauche ich das ganze Zimmer. Oh, schönen guten Tag. Opa und ich wollten uns mal in eurem neuen Laden umsehen. Wir haben ja schon so viel davon gehört. Tja, jetzt gibt es hier zwei Läden. Ach so. Ja, hier seht doch mal. Ich habe ganz tolle Sachen. Oh ja, das sieht ja wirklich alles sehr gut aus. Und es wirkt so verlockend. Wie ich sehe, gibt's ja hier auch frisches Obst und Gemüse. Und die Erdbeeren und Birnen sind wirklich ganz besonders köstlich und ganz, ganz frisch. Ja, das sieht man sofort. Ich möchte bitte alle Erdbeeren haben, die du gerade auf Lager hast. Und eine Tomate, bitte schön. Und zwei Möhren hätte ich noch gern. Wie Sie wünschen, Madame. Sollen sie geliefert werden, Oma? Oh, danke sehr. Ja, sehr gern. Das ist ja sehr bequem für mich. Wärst du bitte so lieb, mir das in die Küche zu liefern? Ja, natürlich. Deine Lieferung ist gleich unterwegs. Ah, das kann ich gut gebrauchen. Was hältst du denn davon? Das finde ich sehr schön. Ich werde es für dich kaufen, mein Schatz. Das ist aber sehr großzügig von dir. Eine sehr gute Wahl, Madame. Es wäre nett, wenn du das gleich mitliefern würdest. Nein, tut mir leid, das geht nicht. Ich verkaufe hier nur Obst und Gemüse, wie du weißt. Da kann ich nichts anderes ausliefern. Na gut, dann werde ich es ausliefern. Das ist wirklich nett von dir. Ja, genau recht. Vielen Dank. Halt, warte, Theo. Also, ich finde, dass du ein sehr guter Gastgeber bist. Zinja amüsiert sich ganz großartig. Aber ich mich nicht. Sie wollte nicht dein Obst und Gemüse im Laden verkaufen. Das war gemein von ihr. Und hier ist die Lieferung vom allerbesten Laden der Stadt. Dankeschön. Ich finde es richtig gut, dass wir zwei Läden haben. Dadurch gibt es hier eine ganz wunderbare Auswahl. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Gehen wir doch mal in den Laden an der Ecke und sehen uns ein Geschäft an, in dem fast alles zu kaufen ist. In Mr. Zuis Laden. Hallo, Zack. Hallo, Mr. Zui. Hallo. Hallo, ihr zwei. Was kann ich denn für euch tun? Das sind zwei junge Ladenbesitzer und sie wollen sich ein Geschäft ansehen, in dem man fast alles kaufen kann. Na, dann seid ihr hier genau richtig, meine Lieben. Oh, einen Augenblick. Hallo? Guten Tag. Ich benötige einen Geschenkkorb und ich würde ihn so schnell wie möglich abholen wollen. Geht das? Ja, sicher. Einen Geschenkkorb möchten Sie haben. Kein Problem, Sie können ihn gleich abholen. Auf Wiederhören. Also... Ich muss eine wichtige Bestellung fertig machen. Da hat sich gerade jemand einen Geschenkkorb bestellt, der auch gleich abgeholt wird. Möchten die jungen Ladenbesitzer mir vielleicht bei der Bestellung helfen? Oh ja, natürlich! Ich auch! Na, seid ihr soweit und bitte daran denken, dass es eine wichtige Bestellung ist. Ja, wir können anfangen. Ich freue mich schon. Ja, Papa, ich bin soweit. So, bitteschön. Jetzt bist du dran. Und jetzt du, Zack. Und fertig. Oh, der sieht aber schön aus. Na, da sind ja Spezialisten am Werk gewesen. Das ist der bestaussehende Geschenkkorb, den ich je verkauft habe. Oh ja. Hallo, hier ist der Geschenkkorb, den Sie bestellt haben. Der sieht ja wirklich sehr schön aus. Wiedersehen, Mr. Zoe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen zusammen. Also... Das ist doch eine ganz tolle Idee. Wollen wir das nicht auch machen, Theo? Alles verkaufen in einem großen Laden? Ja, das machen wir. Echt eine gute Idee. Und jetzt haben sich die jungen Geschäftsleute ein paar von Omas Keksen verdient, würde ich sagen. Kekse! Ja, Kekse! Du, Opa, darf ich vielleicht Zack einladen? Ich habe so gern Freunde um mich rum. Und du weißt auch ganz genau, wie man sie glücklich macht. Ja, natürlich darfst du das.
Das Kuschelzebra. Hallo, Mr. Zoe. Ja, hallo, guten Tag, Theo. Was kann ich für dich tun? Wir brauchen für Pock frisches Vogelfutter. Da habe ich genau das Richtige für euch. Ganz neu im Sortiment. Knuspriges Vogelfutter. Dann komm mal mit, Pock. Also, dass Pock so gern einkauft, war mir vollkommen neu. Hallo, Zack. Hallo. Aber was hast du denn, Zack? Ach, ich hab Zackboy, mein Lieblingskuscheltier, verloren. Oh. Ich war mit meinem Papa unterwegs, Ware ausliefern. Und da muss ich ihn verloren haben. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir sind so viel unterwegs gewesen. Und jetzt können wir Zackboy nicht suchen gehen, weil Papa arbeiten muss. Aber Opa und ich könnten dir bei der Suche helfen. Gute Idee, Theo. Ja, wir werden dir helfen. Du scheinst das Futter ja sehr zu mögen, Pock. Lass noch etwas übrig, sonst hast du zu Hause nichts mehr. Theo, hast du auch schon mal ein Lieblingsspielzeug verloren? Ja. Ach, dann wisst ihr das also schon mit Zackboy. Ja, ja. Und wir wollen Zack bei der Suche nach dem Kuscheltier helfen. Das ist aber wirklich sehr nett. Wir könnten's in der Nähe der Schule verloren haben oder vielleicht auch im Park. Da sind wir nämlich ganz kurz gewesen. Wir werden ihn überall suchen, versprochen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir ihn finden werden. Ich finde ja auch regelmäßig Omas Brille wieder. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass ihr dein Kuscheltier finden werdet. Ja, ja, genau. Wir werden mein Zappel ganz, ganz schnell finden. Das hoffe ich jedenfalls. Also, wie sieht denn dein Zackboy aus? Na, er ist ein Zebra. Sein Gesicht sieht sehr freundlich aus und er hat ein rotes T-Shirt an. Aha, ein rotes T-Shirt. Na, das ist doch ziemlich auffällig. Ja, dann wollen wir mal losgehen. Rettung für den Zackboy. Hurra! Okay, Jungs, nun suchen wir erstmal in der Nähe der Schule und dann gehen wir in den Park. Hui! Hey, hallo, ich bin Sinja und das ist Silvia. Sie ist eine große Ballerina. Und, verrätst du mir deinen Namen? So, jetzt komm, mein kleiner Liebling. Wir müssen leider gehen. Mami muss wieder in den Laden zurück. Sieh doch mal, Silvia, er kann ja auch tanzen und das macht er fast genauso gut wie du. Nun komm schon, wo bleibst du denn? Ich komme, Mami. Und du wirst jetzt auch mit uns mitkommen. Ich bin mir ganz sicher, dass du dich mit Silvia super gut verstehen wirst. Mrs. Zolly! Oh, hallo Theo und hallo Zack. Mrs. Zolly, haben Sie ihn gefunden? Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Na, er hat seinen Zackboy verloren. Ja, genau. Er trägt ein rotes T-Shirt und ist gestreift und... Das ist sein Lieblingskuscheltier, wissen Sie? Ach so, ich verstehe. Alles klar. Haben Sie es gesehen? Nein, tut mir leid. Ich habe es nicht gesehen. Oh. Trotzdem danke, Mrs. Zolly. Na, komm, Zack. Und es hat hier auch niemand meinen Zackboy gesehen. Die Leute brauchen einen Anhaltspunkt, um sich an ihn zu erinnern. Und was könnte das sein? Wenn wir ein Bild von Zackboy hätten, dann könnten wir es fotokopieren und überall in den Geschäften aufhängen. Und dann würde ihn vielleicht jemand erkennen. Eine gute Idee, Theo. Und ich weiß auch schon, wer uns da bestimmt weiterhelfen kann. Wir werden jetzt mal Elsies Mama fragen. Ja! Oh, hallo. Was für eine nette Überraschung. Elsie! Du hast Besuch. Hallo, Theo. Zack, wollt ihr mit mir spielen? Wir wollten zu deiner Mama. Zu mir? Ja, Zack hat sein Lieblingskuscheltier verloren. Wirklich? Und wir wollten sie fragen, ob sie das Kuscheltier malen könnt. Das können wir dann fotokopieren und überall aufhängen. Ja, natürlich mache ich das. Kommt mal alle rein. So, nun sag mir doch mal, wie dein Kuscheltier aussieht.
Ja, ist gut. Also, es ist ein Zebra, es hat ein sehr freundliches Gesicht und es hat ein rotes T-Shirt an. Zusammen. Hallo. Wir haben eine Frage. Dürfen wir dieses Bild hier in eurem Laden aufhängen? Auf dem Bild ist das, was Zack heute verloren hat. Ja, sicher. Aber natürlich, Theo. Aber nichts kaputt machen. Seid bitte schön vorsichtig, ja? Vielen Dank. Ha. Oh. Ist alles in Ordnung, Sonnenschein? Ja, mir ist nur ein bisschen heiß. Ich werde mal raus an die frische Luft gehen, okay? Finde ich auch, Pock. Ja, das war wirklich gerade etwas seltsam. Warte hier, ich werde mal fragen, was sie hat. Xenia! Du sag mal, eine Frage. Hast du vielleicht sein Kuscheltier irgendwo gesehen? Sieh's dir mal an. Vielleicht hast du es ja doch gesehen und einfach nur vergessen. Nein, 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 ich habe das Kuscheltier nie im Park gesehen. Ich wollte nur... Ach, im Park. Oh, damit wollte ich nur sagen, dass es ja vielleicht im Park ist. Oder woanders. Es könnte sein, dass ich da irgendwas gesehen habe, das wie auf dem Bild aussieht. Wie heißt das Kuscheltier überhaupt? Zackboy. Und es hat ein rotes T-Shirt an. Rot, ja? Ja, das kommt mir bekannt vor. Ach, jetzt hör mal, das ist sein Lieblingskuscheltier. Und seit er es verloren hat, ist er total traurig. Das ist sein Lieblingskuscheltier? Nein, das ist meins. Ich habe es doch gefunden. Dann hast du es also gesehen. Ja. Es hat da ganz allein im Park gelegen. Ich konnte es doch da nicht einfach liegen lassen. Ich wusste ja gar nicht, wem es gehört. Ja, das ist mir schon klar. Das hast du nicht gewusst. Er ist wirklich ein sehr guter Tänzer, weißt du? Silvia hat sich super gefreut, dass sie nicht mehr allein tanzen muss. Das fand sie immer so langweilig. Aber, Zack vermisst sein Kuscheltier. Er ist wirklich sehr traurig. Also, wenn deine Silvia verschwunden wäre, wie wäre das dann für dich? Was? Wenn meine Silvia verschwunden wäre? Ja, du hast völlig recht, Theo. Ich hätte erst mal versuchen müssen, herauszufinden, wem das Kuscheltier gehört. Aber wie soll ich das denn Zack erklären? Sag ihm einfach, was passiert ist. Er wird sicher verstehen. Das werde ich tun. Also, ich meine, ich habe ja gar keinen Fehler gemacht. Ich habe es nur gefunden. Na gut, ich glaube, ich werde jetzt mal besser alles Zack erklären. Du hast recht. Zack? Ich habe eine große Überraschung für dich. Pass mal auf. Kann es sein, dass du vielleicht das hier suchst? Zackboy! Also, das ist ja wunderbar, oder? Ach, mein Zackboy! Ja, aber... Hä? Das habe ich ihm geborgt. Er hat doch ein passendes Kostüm gebraucht, um mit Silvia tanzen zu können. Es tut mir so leid, Zack. Ich habe deinen Zackboy im Park gefunden und ich habe nicht gewusst, dass er dir gehört. Sonst hätte ich dir Bescheid gesagt, weißt im du? Im Park. Ach so, da habe ich ihn also verloren. Ja, ich habe deinen Zackboy im Gebüsch gefunden. Und ich habe mich ein bisschen um ihn gekümmert, weil er so traurig aussah. Ja klar, vielen, vielen Dank. Du hast ihn gerettet, ist ja super. Und dir bin ich wirklich auch sehr dankbar, Silvia. Es wäre schön, wenn Silvia und dein Zackboy manchmal miteinander tanzen würden. Er ist wirklich ein sehr guter Tänzer. Und Silvia sagt, dass sie so gern mit ihm Ballett tanzen würde. Na gut. Ja, wieso nicht? Ich bin einverstanden. Ja! Zack kann aber auch dir dankbar sein, Theo. Immerhin hast du ja die wunderbare Idee mit den Bildern gehabt. Ja, aber du hast dabei mitgeholfen, Opa.
Na, was ist? Möchtest du auch mal tanzen, Theo? Oh, ach nein, lieber nicht, vielen Dank. Ja, das verstehe ich. Dazu brauchen Zackboy und Silvia uns nicht. Das schaffen sie ganz allein. Ja, Zackboy ist einfach toll.